Moin Moin, privat meine Genossen, ich bin der Waschenwurfepin, willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, immer noch im Menü und es gab ein neues Update, was den Volkswagen Vision Gran Turismo Supersport GTI Geduld hinzugefügt hat. Den werden wir uns aber nicht heute angucken, sondern in der nächsten Folge, glaube ich, wenn ich den fünffach Multiplikator für das Geld habe, denn ich möchte natürlich wieder ein bisschen mehr Geld verdienen und das funktioniert besser, wenn ich den fünffach Multiplikator habe. Und ich gucke mir jetzt mal mit euch hier gemeinsam an, was es Neues gab. So, Vision Gedöns, GT Academy Fehlerbehebung. Ah, mit dem Getriebe schon wieder. Verbesserung. Aha, für den GTI Roadster Gedöns. Okay, nicht wirklich viel. Oder was Besonderes. Wahrscheinlich wieder neue Saisonsveranstaltungen. Ach, das ist über den Golf. Okay. Dann geht es heute weiter in der Nationalliga mit, ja, habe ich immer noch nicht gefahren, mit den Muscle Car Klassiker Meisterschaft. Da haben wir uns natürlich unseren Challenger, in dem wir gerade sitzen, aufgebaut, auf 572, und den haben wir natürlich keinen Ölwechsel gegeben. Das machen wir. So, einmal Öl wechseln bitte. Und ich habe ganze zwei neue Lieder hinzugefügt zur Playlist und auch zwei rausgenommen, die mir auch schon langsam auf den Sack gingen. Natürlich hat man gerade vorhin eines der neuen gehört, aber jetzt nicht mehr. So, da kann ich gleich nachgucken, wie viel Power wir mehr haben. So. Ah, hat sich nicht wirklich viel geändert. Naja, okay. Los geht's. Ich glaube, es hat sich gar nichts verändert, weil wir doch letzte Folge Öl gewechselt haben. Keine Ahnung. Und ich habe die Musik noch einen Ticken lauter gemacht. So, ab in die Wüste, wo es verdammt heiß ist. Genauso heiß, wie es gerade hier in Deutschland ist. Bei mir zumindest. Fucking, wie viel war das? 23 Grad oder so heute. Gestern für euch, für mich heute. Aber es ist geil, wenn das Wetter so ist. Oh, scheiße, dass der Husten jetzt auf einmal stärker wird. So, wir sind wieder im Challenger. Und natürlich habe ich die Scheiße gemacht? Keine Ahnung. So, geht's ja gleich mal los. Nicht nur 80 fahren. Ich will Power geben. Und los geht's. So, hier fahren viele geile Muscle Cars mit. Das ist sehr, sehr nice. Er zieht drüber. Okay. Kein Problem. Ich muss nur die 509 kW oder wie viel es waren, in den Griff kriegen. Oh, da fährt ein Daytona mit. Geiles Ding. Ein sehr, sehr geiles Ding. Aber auch verdammt teuer. So, und Power. Wir sind Erster in der ersten Runde. Haben wir das Auto schon wieder zu stark aufgebaut oder was? Mal bauen wir die Autos zu stark auf, mal etwas zu schwach. Nein, nicht wirklich zu schwach. Das war ja nur beim fucking Leaf so, dass wir an den scheiß Prius nicht rankommen konnten. So, ruhig. Wir haben genug Zeit. Oh, okay. Nicht in die Box. Böse. Gut gefangen. Weiter geht's.
aber fährt sich recht gut für einen Muscle Car. Aber das haben wir natürlich ja, dafür aufgebaut. Das Ding fährt ja nicht mal auf Blattfedern. Okay, wäre doch in den zweiten Unterstand besser gewesen, als im dritten zu bleiben. Und wir haben die Kurve schon wieder, ne? Du wollen mir wieder auf die Säcke von Nerven gehen. Aber immerhin versperrt mir nicht die A-Säule den Blick auf den, auf den hier, Scheitelpunkt. Oh Gott! Da kam der Arsch rum. Und wir fahren mal wieder ein bisschen von hinten. Wow, wow, wow. Ich merke gerade, das Ding hat schon die zu feste Füßlackierung drauf. Das ist sehr, sehr nice. Und da kommt das Backfire. Oh, richtig große Flammen. Ich merke gerade, wir sind schon in der letzten Runde. Das geht ja recht schnell. Und wir haben 13 Sekunden Vorsprung. Rum, aber nicht so rum. So. Mit dem Wagen werden wir sehr oft driften. Wow. Der Wagen wird sehr oft ausbrechen. Muss ich mich verbreiten, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall passieren. Wow. Vibriert hier alles, ey. Oh shit, und schon wieder rausgeflogen. Aber kein Problem. Und gewonnen. Easy peasy. Lemon squeezy. So, wieder ein bisschen laufen lassen für die Thumbnail. Ja. Warum hebst du die Hand? Kollege. Camaro fährt damit, Mustang, Daytona. Chevelle SS. Komm, noch am besten gutere Kamera, Winkelperspektive oder sowas. Aber noch eine Chevelle. Zusammen mit der Daytona. Ja. Und noch ein letztes Bild. Okay, vielleicht noch eins ohne die Scheiße da unten. Okidoki. So, ab zum nächsten Rennen. 23.000 gibt das. Hätte ich den scheiß Multiplikator, werden wir wesentlich mehr kriegen. Da ich natürlich so faul bin und die scheiß PS3 nicht jeden Tag einmal anmache. Naja. So, ab nach Laguna Seca. Zu der berüchtigten Corkscrew. Die werden natürlich schon runtergedriftet sind. Aus irgendeinem Grund. So, eine Cobra fährt mit. Ein Superbird, Chevelle, Cuda, Charger, Camaro, El Camino, Mustang Mach-A, Hinz. Mm-mm.
So. Okidoki. Jetzt geht's ganz groß. Keine Ahnung. Jetzt muss ich mich schon wieder aufs Fahren konzentrieren und konnte nicht reden. Ich bin durch. Tut mir leid, El Camino. Du warst in El Camino? Ja, du warst, glaube ich, eine. So, Charger und Cuda hindurch. Da vorne ist schon direkt die Chevelle und der Daytona. Und die Cobra fährt weg. Oh mein Gott, wie schnell wir sind. Das Ding war auch verdammt schnell, als wir das erste Mal mit dem Wagen gefahren sind, ey. So, da vorne ist schon die Cobra. Jetzt geht es gleich in die Corkscrew rein. So, wupp. Hier runter. Und flat out. Nein, nicht ganz. Und an der Cobra vorbei. Jetzt haben wir wieder zwei Runden freie Fahrt. Ich hasse irgendwie. Wow, Kurven, die irgendwie nach dem Hügel oder auf einem Hügel liegen, ey. Das ist richtig komisch. Da weiß man halt nie, wo es lang geht, ey. Wenn man nicht die Strecke in- und auswendig kennt. Wow. Leichter Respin. Auf den Ausgang. So, jawohl. Wieder hoch zur Corkscrew. So, normalerweise. Wow. Muss man die flat out nehmen. Denke ich mal. So, jawohl. 9 Sekunden Vorsprung. Easy. Und Power. Ab in die letzte Runde. So, schön. Und schon 12 Sekunden Vorsprung. Das Getriebe, das kann man noch locker noch länger übersetzen, ey. Schön reingebremst. 15 Sekunden Vorsprung. Zu einfach. Vielleicht fliege ich von der Strecke, ist wahrscheinlich. So. Jawohl. Boah, die rechten Reifen sind gerade aber verdammt heiß geworden. So, und ab in die letzte Kurve. Und Power zur Ziellinie. Und auch gewonnen. Jawohl. Ja, auch mal wieder ein bisschen laufen lassen.
dass man die Reifen nicht breiter machen kann. Das stört mich ein bisschen. Wow. Ich habe gar nicht die El Camino gerammt. Alter. Gerammt, genau. Ich habe gar nicht die El Camino gerammt. Oder irgendeinen anderen Scheiß. Okay. Auf zum letzten Rennen. Aber erstmal das Geld dann kassieren. Jawohl. 2,8 Millionen wieder auf dem Konto. Was habe ich denn hier überhaupt gerammt? Ah, den Tempeste. So, und aus der Wüste direkt aus Matterhorn. Warum denn nicht? So, auf geht's. Eine Cobra fährt wieder mit. GT40, Challenger, Superbird, Chevelle, Cougar, El Camino und der Mustang Mach 1 auch wieder mit dabei. Und GT350. Ja, das ist die schnelle Streckenvariante. Da, wo wir auch schon mit dem Leaf gefahren sind. Und das einzige Rennen, was wir gewonnen haben mit dem Leaf, gegen die Priusse. Da wir jetzt den zweiten schalten, vielleicht. Computer. So, jetzt aber. Und Power. Shit. Innen. Jawohl. Innen bleiben. Oh. Und das war schon zu schnell. Natürlich. Du bist in der Daytona. Du musst Gas geben, Alter. Das Ding ist sogar schnell. Und hat verdammt viel Downforce. Dank dem Spoiler. Hallo Challenger-Kollege. Wow. Alter, die Kurve ist fies. Die auch. Die sind alle fies. Ich wollte eigentlich die Sicht wechseln. Ich glaube, ich fahre mal so lieber weiter. Die ganzen Kuppen da gefallen mir nicht. Die Hügel. Wow. Wow. Okay, alles gut. So, hallo GT40 und hallo Cobra. Und tschüss GT40. Wow. So, und tschüss Cobra. Schön. Jawohl, fährt sich doch viel besser so in der Ansicht. Auf der Strecke hier. Oh. So, und ab in die letzte Runde. Easy. Nice. Jawohl. Der sieht doch viel.
Richtig geil hier eigentlich. Nice. Boah, das Knattern des Motors ist richtig geil. Als typisch alter Muscle-Car-Klang. Oh fuck. Das hat gesessen. So, jetzt können wir zurück ins Cockpit. Da vorne ist schon die Ziellinie. So, wir haben die Meisterschaft hier auch gewonnen. Jawohl. Fehlt noch die Schwarzwaldliga und dann die letzte Meisterschaft. So. Und jetzt heißt es wieder Auto aussuchen und aufbauen. Jetzt haben wir auch eigentlich leichte Auswahl, denn nur deutsche Autos müssen wir nehmen. Die Musik ist einfach nur witzig. So, Schwarzwaldliga. Nur die deutsche Autos. 560. Die Musik könnte man einfach nur in der Schleife laufen lassen. So, Land Deutschland. Maximalgrenze 560. Und wir haben 103 Fahrzeuge. Okay, dann gucken wir mal, ob wir was preisgünstiges finden. Ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Golf R Erz in der Golf 4 R32, 43.000. Z4. Heckantrieb. Also teuer hier, Mann. Golf 6 R. S4. Oder ein RS4. Der hat leider nur ein einfaches Cockpit. Ah, und jetzt kommt auch wieder ein sehr, sehr schönes Lied. RS6 Avant. Ja, also teuer, Mann. Schön Need for Speed, Hot Wheels Filme hier. Alten animierten. Oh, ein Calibra Touring Auto. Sehr schön. Okidoki. Was nehmen wir denn? 290.000 für den M3. Ist sogar detailliert. Verdammt teuer, jetzt 290.000. Der macht auch voll wenig Sinn hier. 2003 S4 55.000 hat 253 kW Allrad und der S4 Avant, der normale S4, kein Avant, und 2001 41.000 und hat 283 kW und auch Allrad. Also den müssen wir uns merken, S4. Irgendwie mal ein recht gutes Auto. Wir müssen ja nicht unbedingt ein detailliertes Auto nehmen. Wie viel hat er gekostet? 41.000, das ist auf jeden Fall sehr billig. Scirocco Air. Ja, der kostet 38.000. Bist du detailliert? Ja, du bist detailliert. Hm. 169 kW nur. A3 Quattro. 42.000. Auch nicht detailliert. Ich glaube schon, dass wir vielleicht den Dings nehmen werden. Genau. Ein Beetle Rennauto.
noch so was Mini Cooper. Können wir auch mal nehmen, aber ist Front angetrieben. Ich glaube jetzt schon, dass wir doch den RS4 nehmen werden. Ja, was hast du? 283 kW, 6.500 Umdrehungen pro Minute, 440 Newtonmeter Drehmoment, Allradantrieb plus Turbo, ein Motorsport, ein Monstersportwagen, der in den Händen der Quattro GmbH neue Höhen erreicht hat. Hört sich doch nice an. So, Farbe, schwarz, Goodwood Green Pearl Effect, Brilliant Black. Es ist ja eher so ein dunkles Grün. Oder doch rot. Ach komm, wir nehmen mal den in schwarz. So, kaufen, 41.000. Jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit, um ihn aufzubauen auf 560. Audi RS4 aus 2001. Ja, hört sich nicht schlecht an. Okay. So. Dann einmal Boxenservice. Öl wechseln direkt. Okay. Dann Anpassungsteile. Du hast höchstwahrscheinlich keine Bodykits. Nö. Ich kann einen Spoiler drauf machen. Sieht auch überhaupt nicht behindert aus. Alles klar. Dann Felgen. War schon eigentlich recht gut da drauf. Oh, hallo. Das sieht schon mal gar nicht mal so blöd aus. Wie sieht das aus, wenn ich die komplett rausmache? Ja, das sieht übel scheiße aus. Ist hier schon die richtige Größe. Boah, das sieht böse aus. Das sieht übelst böse aus, ey. Bosse. Auf jeden Fall was mehrspeichiges. Vielleicht was Schwarzes. Kommen ans Original gut dran, aber scheiße. Oder sowas wieder. Das sieht auch übelst böse aus. Genau. Was sind das für Felgen? Kann ich mir gleich einen Gullideckel drauf schrauben. Das sieht gleich viel besser aus. Fünf Speicher geht eigentlich auch. TS. So. Okay. Jetzt die Entscheidung. Nehmen wir entweder die oder die. Schon eine schwere Entscheidung. Ich glaube, wir nehmen doch die unteren hier. Die finde ich noch einen Tacken böser. Mal montieren. Und jetzt sind wir schon gleich am Ende. Direkt. Bosse. So. Ich möchte den noch jetzt zu Ende tunen. Auf jeden Fall. Okay. Reifen, ja. Das sollte ich mal jetzt eben nachgucken. Eben schnell. Ist wahrscheinlich wieder Sporthard oder sowas. Schwarzwald. Sportweich, okay.
dass ich auch für jeden Wagen direkt neue Reifen kaufen muss. Sportweich. Aufhängung. Ein voll anpassbares Getriebe natürlich. Rennbremsen. Karosserie. Das Ding wiegt 1,6 Tonnen. Heilige Scheiße. Auf jeden Fall komplett hier Gewicht. Karosseriefarbe. Sind wir gleich unter 2,7 Millionen. Antrieb, ein voll anpassbares. Dann einen 3-Scheiben-Kupplungssatz. Ein Carbon Antriebswellengedöns und ein normales mechanisches Diff. Dann ist noch Power. Also natürlich ein Rennauspuff. Sie ist achten, dass ich nicht über 560 gehe. Die Cut, die Einlass-Tuning 530. Turbo könnte ich aufpumpen auf 553. Und NOS. Kommt noch ein Computer rein. Und dann reicht das. Und jetzt noch das Auto einstellen. Da gehe ich mal lieber hier hin. Einstellen. Aufhängung. Einmal den Radsturz. 1,9. 2,3. Dann waren wir noch ein bisschen tiefer. Dann machen wir mal, ja, komm, 90. Und hinten 95. Getriebe 300 ist das eingestellt. Gehen wir mal 350. Warum nicht? Ja. Leistung, alles gedönst. So, wie viel liegt dann? 394 kW auf 1,3 Tonnen. Gewichtsverteilung. War ein bisschen weit auf der Vorderachse, aber liegt auch am Allrad. 555 Newtonmeter Drehmoment. 2,6 Liter Hubraum. Oder 2,7, wenn man es aufrundet. Okay. Gut. Boah, es sieht halt nicht böse aus. So, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das wird dann hier.